Sehr verehrter Herr Huber, meine Damen und Herren, es ist zunehmend schwieriger, diese Geschichten immer zu hören und auch dieses Fernsehstück zu sehen. Es war sicher nicht schlecht, aber es war auch eine Menge Zufall. Und man muss zum richtigen Augenblick in der richtigen Verfassung sein. Das hätte auch ganz anders sein können. Wir waren aber gewarnt. Denn ich hatte im Fernsehen gesehen, wie Gerhard Schröder in seiner Parteizentrale seine Leute zusammenkartätscht hat. Er wollte sie zusammenhalten. Und ich hatte durchaus Verständnis, nach einem solchen Wahlkampf, in dem im Grunde der Einzige war, noch in der SPD, die richtig gekämpft haben. Zumindest, das war unser Eindruck. Und er noch eine Menge rausgeholt hat. Aber die Art und Weise, wie er dann, das merkte man, versuchte, die dann mögliche zukünftige Kanzlerin den Atem abzudrehen, das hat mir nicht gefallen. Das fand ich nicht stilvoll. Und deswegen habe ich so reagiert. Es hat mich sehr gewundert, nämlich in der Elefantenrunde zuvor, es ist alles ziemlich absurd, da ging er in die Räume, das war in der ARD damals, und die Umfragen, mehr in der ARD als beim ZDF, wiesen darauf hin, dass er die Wahlen verlieren würde. Und Edmund Stoiber kam schon als Kanzler. Setzte sich auch so hin, schnaufte, und ich kann mir so richtig vorstellen, sagte, Mensch, überlege ich mir jetzt, das Kanzleramt nach München zu verfrachten, da muss ich den weiten Weg nach Berlin nicht gehen. Und während der Sendung, ich hatte im Ohr dann die neuen Umfrageergebnisse von Forschungsgruppe Wahlen und ich merkte, es kippt. Wir hatten vorher mit Schröder geredet und er sagte, das fand ich damals sehr beeindruckend, sagte, okay, das ist Demokratie, da habe ich verloren. Und da drehte es sich. Da hatte er wirklich einen guten Stand und ein Mann von Profil. In der letzten Sendung nicht. Und Sie erinnern sich, ich hatte da noch mal gesagt, als er dann wirklich loslegte, ich sage nicht mehr Herr Bundeskanzler, ich sage jetzt Herr Schröder. Also, das ist in der Tat ja nicht, aber es geht nicht um meine Person. Lilienthal hatte mal, glaube ich, fälschlicherweise in einem Radiointerview gesagt, nach der Sache, als ich damals das ZDF verlassen hatte, die ich das ein einziges Interview gegeben habe, nämlich den Spiegel, der soll doch die Klappe halten. Damals habe ich sie in der Tat gehalten. Es gab nur dieses Interview. Jetzt rede ich ab und an wieder ein bisschen darüber. Vor allem aber die anderen. Meine Damen und Herren, ich habe mit großer Freude und mit hohem Interesse die Festreden der letzten Jahre mir durchgesehen. Und ich kann Ihnen sagen, ich stimme jedem einzelnen Festredner zu. Das große Problem war aber, was sage ich denn eigentlich noch? Und habe mich entschlossen, ein bisschen es anders zu gestalten. Mit dem Ergebnis, dass kurz vor meiner Herfahrt der Computer abgestürzt ist und alles weg war. Meine Damen und Herren, es geht um die Frage der Geschwindigkeit in den Medien. Frau Mikisch, das Wort Entschleunigung nehme ich nicht in den Mund. Und beginne so. Hochfrequenz hat alles auch mit uns zu tun. Nicht nur mit den Medien, die in den Redaktionen sitzen. Wir gehören in die Frequenzdichte. Und Sie kennen ihn sehr genau, oder Sie. Sie haben täglich mit ihm zu tun, oder mit ihr. Es kann Ihr Nachbar sein, Ihre Nachbarin, Ihr Arbeitskollege oder die Mitstreiterin am Arbeitsplatz. Und manchmal ist es auch Ihre beste Freundin, Ihr bester Freund. Sie sitzen mit ihm zusammen, haben sich zu einem Kaffee verabredet, um das nächste Projekt zu besprechen. Das Thema einer Fernsehsendung unter uns Journalisten oder eines Artikels oder schlicht ein Problem im Hause. Das geht auch ganz gut, bis ja er oder sie ihre Augen nach innen kehren. Bis er oder sie sich von der einen Gesäßhälfte auf die andere wendet, den Oberkörper verdreht und höchst umständlich das Smartphone aus der Tasche holt. Er oder sie wischt über die Oberfläche, einmal, zweimal, dreimal. Besorgt fragen sie, ist was Besonderes? Och nö, ist die beiläufige Antwort aus der anderen Welt. Und langsam kehren die Augen wieder nach außen. Die Gesäßhälften sind wieder im Lot und das Gespräch kann weitergehen.
Wo waren wir stehen geblieben? Vielleicht sogar bei mir. Der Kollege nämlich, die Kollegin mit dieser Attitüde, bin auch ich. Mal mehr, mal weniger. Möglicherweise Sie auch. Der dutzendfache Boxenstopp zum Reifenwechsel der Informationsprofile gehört zu unserem Alltag. Das Auftanken mit den neuesten Nachrichten wird zur Obsession. Die Stopps werden immer häufiger und das Gefühl, immer mehr davon zu brauchen, wird immer drängender. Im Unterschied zur Formel 1 hat dieses Rennen nie ein Ende. Eine Grand Prix-Strecke hat die Länge von 320 Kilometern mit 1 bis 3 Stopps von jeweils 2 bis 3 Sekunden. Dann ist die Ziellinie durchfahren und es ist erstmal Schluss. Bei mir, vielleicht auch bei Ihnen als User, Leser, Hörer, Glotzer, Twitter, ist aber nach 80 Runden nicht Schluss. Ich wische weiter auf der Bedieneroberfläche hin und her, mal rauf und runter, wie häufig am Tag, bis wann in die Nacht und was habe ich am Ende eines Tages in meinem Gedächtnis abgelegt, wohlversorgt, so präzise, zu weiteren Beschäftigungen geeignet. Ich weiß nicht, ob es Untersuchungen zu täglichem Infonippen von Nutzern gibt und über die Halbwertszeit der angeschwemmten Informationen. Ich kenne lediglich Untersuchungen, die vor Jahren zur Tagesschau angestellt wurden. Und Sie werden sich wundern. Was bleibt beim Zuschauer hängen, wurde damals gefragt. 1 bis 3 Stunden nach der Ausstrahlung der Fernsehsendung. Ergebnis nach meiner Erinnerung damals, von den 20 bis 30 Meldungen bleiben 2 bis 3 im Gedächtnis. 1 bis 3 Stunden danach. 2 Tage später sind es gerade noch 1 bis 1,5 Meldungen. Da weiß man schon gar nicht mehr, von welchem Tag sie stammen. Für uns Reporter damals waren solche Outings niederschmetternd. Würden wir uns selbst heute als Konsumenten von Nachrichten und als Nutzer unserer Smartphones selbstkritisch beobachten, ich fürchte, der Befund wäre nicht weniger katastrophal. Ob das Nesteln nach News zwanghaft, gar krankhaft ist oder das Ergebnis einer geschickten Verführung, will ich heute gar nicht näher erläutern. Eines ist klar, wir selbst saugen die Flut an, die Wellen von Berichtenswertem und die Riesenwellen des bloßen Scheins. Und dabei sind wir unersättlich. Und irgendwo in Hamburg, in Berlin, in München und in vielen Kleinstädten unserer Republik sitzen die, die uns satt kriegen müssen. Wir wollen das. Unseren Hunger stillen wollen. In den Online-Redaktionen der großen Marken, vor den Monitoren der kleinen Redaktionen, die es den Großen gleich tun wollen, immer ein Auge auf Spiegel Online und Bild.de. Ich nutze jetzt ein bisschen die Beispiele der Online-Redaktionen, setze aber dazu, dass diese Tendenz natürlich auch in die klassischen Redaktionen, der Zeitungsredaktionen, der Fernsehnachrichten, der Magazine eben auch eingehält. Die Leute dort, die ich gerade erwähnt habe, die wissen, dass wir nesteln. Und wir enttäuscht wären, wenn beim nächsten Wisch über das Display nichts Neues zu sehen wäre. Alle 2 Stunden werden die Aufmacher gewechselt. Neue Aufmerksamkeiten werden gesetzt, neue Fährten gelegt. Und wenn es der Text nicht hergibt, dann muss es das Bild bringen. Ein EU-Krisentreffen wird mit einem Foto aus einem Blaulichtmilieu angefixt. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Fingierte Brisanz nennt ein Kollege dieses Verfahren. Für die Journalisten in den Großräumen der Online-Redaktion, in den Nachrichtensendern und Hörfunkstationen gelten aber die gleichen Kriterien des guten Journalismus wie für die Redakteure von Tages- und Wochenzeitungen, von politischen Fernsehmagazinen. Nur gelten für sie andere Gesetze. Es sind die Gesetze der Minutenkonkurrenz, die Gesetze der Daytrader. Keiner will mit der Stunde der Zweite sein. Und jedem steckt die Angst im Nacken, den Trend zu verpassen, nicht dabei zu sein bei der Treibernachricht des Tages. Im Zweifel immer dabei sein. Seit Sonntag gehe ich mit Sandy ins Bett. Der furios durch die Lüfte reitenden Hexe aus dem Atlantik. Und ich wache mit ihr auf und verbringe den ganzen Tag mit ihr. Und trotz ihres teuflischen Charakters ist sie mir inzwischen näher als meine eigene Frau.
Und obwohl erst auf dem Weg an die amerikanische Ostküste hat sie medial schon längst ganze Landstriche verwüstet. Danach ja, aber vorher schon. New York aus den Angeln gehoben und Washington in den Abgrund gestoßen. Was hat Sandy eigentlich noch zu tun, wenn sie wirklich auf Land trifft? Es gibt nichts mehr, was die Medien ihr noch zur Verwüstung gelassen haben. Die lange Reise des Wirbelsturms an die Küste wäre ein klassisches Beispiel für einen prozesshaften Journalismus, so wie ihn namhafte Vertreter der Medientheorie vor allem fürs Web fordern und diese Prozesshaftigkeit darin sehen. Sandy ist aber wieder einmal nur ein Beispiel für die tatsächliche Berichterstattung über Naturereignisse, soziale und politische Entwicklungen. Das Ergebnis wird spekulativ, meist spektakulär vorweggenommen. Schon Echtzeitjournalismus reicht uns nicht mehr. Die Endzeit muss es schon sein, über die wir berichten. Die Überholung der Gegenwart ist unser Anspruch. Nicht der Weg zu einem Ziel wird beschrieben, nicht die einzelnen Schritte dahin. Abgepackte Fertigteile vermitteln den Eindruck einer unverrückbaren Endgültigkeit. Und das im scharfen Galopp. Dementsprechend dann auch die logisch daraus folgenden scharfrichterlichen Schnellurteile von den Journalisten. Sandy kann das ertragen. Die Politik im demokratischen Prozess sicher nicht. Der Bundestagspräsident hat an dieser Stelle leise Kritik an dieser journalistischen Praxis geäußert. Ich glaube, er hat darin recht. Und in seinem Spiegel-Essay »Die rasenden Politiker« hat Herfried Münkler auf die besondere Verantwortung von Presse und Medien für die parlamentarische Demokratie gewiesen. Man könnte auch sagen, er hat ihre Verantwortungslosigkeit thematisiert. Kaum etwas, so schreibt er, hat die Funktionsweise der parlamentarischen Demokratie mehr beschädigt als die ständige Verkündung der Alternativlosigkeit von Entscheidungen. Unter dem Druck der Presse und der Medien stelle die Regierung das Parlament permanent vor vollendete Tatsachen. Ich gehe noch ein bisschen weiter. Der Zeitdruck, dem sich Presse und Medien freiwillig selbst ausliefern, damit meine ich ausdrücklich nicht nur die Online-Medien, dieser Zeitdruck raubt den Journalisten selbst die Freiheit, in Alternativen zu denken und sie zu publizieren. Ein ganz normaler Mensch holt sich mit etwa 15 bis 20 Atemzügen pro Minute seine Luft. Im Ruhezustand sind es etwas weniger, im körperlichen und seelischen Erregungszuständen sind es etwas mehr. Gerade Radiointerviews und Fernsehtalks regen viele Beteiligten besonders auf. Sie atmen schneller, flacher, hecheln hier und da und retten sich in die Atempause, ins Durchatmen, ins Luftholen. Just diese 2, 3, 4 Sekunden des Innehaltens aber sind die Rettung für manch blitzgescheiten oder manchmal auch blöden Gedanken und oftmals sind sie die entscheidenden Momente im Zeitablauf eines Interviews. Deutlich vernehmbar sind sie und zuweilen auch sichtbar, diese Sekunden der höchsten Konzentration, der keuchenden Suche nach dem roten Faden oder die Erleichterung über die wiedergefundene Fährte des verloren gegangenen Arguments. Bisher wurden solche Augenblicke eines Interviews oder eines Talks geradezu herbeigesehnt, galten sie doch als Ausdruck eines frischen, lebendigen Gesprächs, das auch dem kurzen Zweifel, der bemessenen Nachdenklichkeit und vor allem dem Charakter der Gesprächspartner eine kleine, schöpferische Zeit gestattet. Das galt und war unbestritten, bis kommerzielle Radiosender vor einiger Zeit in den USA eine neue Zeiteinheit erfanden. Die 66-Sekunden-Minute. Die Erfindung dieser neuen Radiozeit will beileibe nicht das 60er-System aushebeln, das den Babyloniern schon als Maßeinheit für ihre astronomischen Berechnungen diente, oder der Stunde ihre 60 Minuten verlieh wie der Minute deren 60 Sekunden. Nein, auch die 66-Sekunden-Minute der amerikanischen Radiostationen zählt, einiger amerikanischer Radiostationen zählt exakt 60 Sekunden, nur. Den Medienmanagern ist diese Normalminute zu kurz für die Werbespots, die sie zusätzlich noch in diese Minute zu pressen haben. Und alle Verfahren, die Texte zu verdichten, sind längst ausgeschöpft. Knappere Fragen,
kürzere Antworten, höheres Sprachtempo und der Verzicht auf den Luxus ausufernder Relativsätze. Trotz aller Anstrengungen kommt man mit den Zusatzbots immer noch auf 66 Sekunden. Das Einzige, was noch bleibt und zu bereinigen wäre, das sind die knappen, sekundenlangen, rein zeitökonomisch völlig überflüssigen Atempausen von Moderatoren und Gesprächspartnern. Systematisch und konsequent geht es Ihnen nun an den Kragen. Rigoros werden Sie herausgefiltert. So lange, bis den digitalen Amputationen Erfolg beschieden ist. Jetzt passen Text und Werbesequenzen haargenau. Die Operation ist gelungen. Aus 66 Sekunden sind 60 geworden. Die 66-Sekunden-Minute ist geboren, die Gesprächspartner des Atems beraubt, die Radiostücke ihrer Seele. So hören sie sich auch an. Atemlos. Das ist eine Parabel aus dem Geschäftsmodell geschwinder Medien. Der Zeitbegriff in seiner flachsten, aber auch gleichzeitig in seiner modernsten Funktion. Ich möchte darauf hinweisen, nicht, dass jemand kommt, dass ich sage, wie der Kollege, der bei Seehofer nicht im Keller war, ich war bei der Diskussion um die Verengung natürlich nicht dabei. Aber so muss es gelaufen sein. In der modernsten Funktion. Im 13. Jahrhundert schon haben die Kaufleute den Zusammenhang zwischen Geld und Zeit begriffen. Geld, hieß es damals, ist gespeicherte Zeit. Genauso, wie es die Radioleute in den USA verstehen. Je weiter die Entfernungen, je lockernder die Geschäfte, desto schneller wurden die Geschwindigkeiten und der Druck, sich Informationen über Marktpreise, Ernteprognosen und Transportwege zu beschaffen. An der Verknüpfung von Profit und Information hat sich bis heute, wie wir sehen, in manchen Bereichen nicht allzu viel geändert. Ebenso wenig hat sich übrigens die Faszination der Reporter an Höchstleistungen, an Geschwindigkeit und Rekorden gewandelt. Um die Jahrhundertwende rühmte sich die Berliner Zeitung BZ am Mittag, die schnellste Zeitung der Welt zu sein. Und nur der Humor hielt diesen Größenwahn etwas in Schach. Der spätere Chefredakteur und erste Herausgeber des Tagesspiegels, Erik Reger, der hatte übrigens in Rheinland-Pfalz einen Preis, und nach seinem Namen wurde benannt, ist leider aufgegeben worden, ich glaube für Romanciers. Erik Reger beschrieb diese Attitüde in seinem Roman Union der festen Hand auf seine Weise. Deutschland, schreibt er, hatte die schnellsten Schiffe, die heldigsten Ozeanflieger, den besten Roggenboden, die höchsten Arbeitslosenziffern, die meisten Pleiten und die größten Skandale. Und seine Hühner legten die frischesten Eier der Welt. Es war, schreibt er, eine sonderbare Sucht, die kleinen Dinge ins Unendliche zu vergrößern. Es scheint, dass wir in unserer Fähigkeit zum Skandalisieren hochbegabte Vorfahren hatten. Immer wieder werfen Medien, Wirtschaft und Wissenschaft der Kanzlerin, auch die Gewerkschaften, opportunistische Stimmungspolitik vor. Augenblicksorientiert sei sie, ohne Perspektive und Horizont, ohne Richtung und Haltung. Ganz falsch ist diese Kritik sicherlich nicht. Nur, welche Richtung, welche Haltung nehmen denn Zeitungen, Zeitschriften, Radios oder Radio und Fernsehen in einer Welt der sozialen und globalen Unübersichtlichkeit ein? Welche Haltung haben, welche Perspektiven bieten die zahllosen Online-Portale, die wir täglich nutzen, mehr als unser täglich Brot? Welche Haltung, welche Perspektiven haben diese Online-Portale der Verlage und Sendeanstalten? Ist bei Ihnen selbst die so kräftig angemahnte Langzeitstrategie zu Hause oder regiert in vielen Medienhäusern nicht auch das hastige, kurzfristige, situationsbezogene Stimmungsmanagement? Anlass zu gegenseitigen Vorwürfen hat keine der gesellschaftlichen Gruppen. Politik, Wirtschaft, Medien richten sich nämlich nach den gleichen Aktionsimpulsen. Sie ordnen sich dem gleichen Zeittakt unter. Sie folgen der gleichen Reaktionsmechanik und filtern nach der gleichen Prioritätenstruktur. Es ist ein Nervenverbund und der macht Sorge, weil gerade die Medien ein fester Teil des Verbundes sind. Wann immer die Börsen das Rasen bekommen, warnen Ökonomen, Politiker und natürlich auch wir Journalisten vor den Gefahren überschneller Hochfrequenzcomputer, die in Bruchteilen von Sekunden Tausende von Aktien über die ganze Welt verschieben und die Märkte ins Wanken, wenn nicht sogar zum Absturz bringen können. Die Sorge vor dem Kontrollverlust aber,
Die Angst vor den kollabierenden Wirkungen einer unbeherrschbaren Sepsis lässt sich sehr wohl auch auf das mediale Tagesgeschäft mancher Online-Portale und mancher Zeitungen und Fernsehprogramme übertragen. Auch hier diktiert der Algorithmus der Suchmaschine Titel, Texte, Bilder und deren Ranking. Wenn Themen und Stories von Google und Yahoo nach oben katapultiert werden, entgleiten sie der Kontrolle der Redaktion, nämlich dort, wo sie zu stehen haben. Wenn Klicks fürs eigene Portal winken, gibt es auch in vielen Redaktionen kaum mehr ein Halten und wenig Bedenken. In Krisenzeiten wird es erschreckend deutlich. Und der Konkurrenz standzuhalten, überschlagen sich manche Online-Ausgaben in wilden Katastrophenszenarien. In diesem Wettlauf der kreischenden Bieter fühlen sich viele als Sieger, wohl wissend, dass sie zwar im Kampf um die Aufmerksamkeit und um die Uhr vorne liegen, nicht aber in der Beschreibung der Wirklichkeit. Nuklearrisiko Börse bezeichnet Roland Tichy das brandgefährliche Spekulationsgeschäft. Und dass die Risiken der Kaskadeneffekte ernst zu nehmen seien, das mahnt nicht nur der Professor für Ökonometrie Nikolaus Hautsch im Blick auf die Finanzcomputer an. Ebenso hohe Risiken birgt die Klickökonomie der Suchmaschinen. Im Gegensatz zu den Schäden an der Börse aber lässt sich der Vertrauensschaden in den Journalismus durch diese Spielart des journalistischen Hochfrequenzhandels nicht beziffern. Ein anderes Phänomen des modernen Wirtschafts gesehen, lässt sich ebenso auf Presse und Medien übertragen. Allenthalben wird über die Entkoppelung der Finanz von der Realwirtschaft resoniert. Was aber ist realitätsferner, wenn Redaktionen ihre Meldungen beinahe im Live-Takt kreieren, verändern und anpassen müssen? Ihr Erfahrungsraum ist der Computerarbeitsplatz. Die Chance, mit der Wirklichkeit zusammenzutreffen, ist vielen ihnen schlicht verwehrt, weil die Kosten für Reisen und wo zu sein nicht da sind. Welche Wirklichkeit wird dort empfunden und von dort verbreitet? Die der Agenturen, die der Hinweise aus den sozialen Netzwerken und der Zufallsfunde aus dem weiten Internet. Nur wenige Online-Redaktionen können sich noch Reporter leisten, die sich ins Leben mischen, die sich Zeit nehmen, die beobachten, die aus dem Erlebten und nicht aus dem Gelesenen Zusammenhänge herstellen. Vielleicht ist es diese tatsächliche Distanz, warum mancher Leser, Hörer und Zuschauer die Berichterstattung über sich selbst und sein Lebensumfeld eher als Fiktion denn als Tatsachenbeschreibung empfindet. Diese Feststellung gilt aber wahrlich, ich sage es noch einmal, nicht nur für die Online-Portale. Auch manche Fernsehanstalt, Radiostationen und Zeitungen scheuen die Realität, weil sie ihnen schlicht zu teuer scheint. Die FAZ hat am Samstag eine Studie der Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm veröffentlicht, die die finanzielle Misere deutscher Dokumentarfilmer beschreibt. Darin wird erschreckend deutlich, dass ein Berufsstand, auf dessen Arbeit diese Gesellschaft dringend angewiesen ist, wegen eines Hungerlohns vom Aussterben bedroht ist. Es sind die Regisseure und Journalisten, die sich jenseits des schnellen Blicks und des kurzen Klicks bewegen, die einen langen Atem haben und deren Annäherung an ihre Themen sich nicht in Stunden bemisst, eher in Wochen und Monaten, weil die Oberfläche sich anders nicht beseitigen lässt und die Wirklichkeit sich nicht anders freilegen lässt. In unserer eiligen Öffentlichkeit brauchen wir sie, gerade als Gegengewicht zu den Tempomedien. Die Forderung nach einem Lohn der Arbeit, der die Menschen in Würde in unserer Gesellschaft teilhaben lässt, ist gerecht. Sie passt in ein Land, das immer wieder gerne auf seine christliche Kultur und Tradition verweist. So passt auch eine Mindestgage für Dokumentaristen, das hat der Kollege der FAZ geschrieben und ich nehme das hier auf, in unser Land. Die jetzigen Honorare sind beschämend und jämmerlich. Man muss beinahe annehmen, die Gesellschaft oder die Verlage, auch die Fernsehanstalten, will die Dokumentarfilmer und Journalisten mit Lohnkürzungen für die Bilder bestrafen, die sie ihr im Spiegel der kritischen Aufklärung vorhalten. Dabei zeigen die Journalistinnen und Journalisten, auch die heute Abend ausgezeichnet werden, welche gesellschaftliche Sprengkraft in den Themen liegt, die sie aufgegriffen haben. Vom Mainstream unentdeckt, überholt von den Schnellboden der Tagesaktualität. Umso wichtiger sind Stifter wie diese, Jurys wie diese
und prämierte Journalisten, wie Sie es sind. Herzlichen Glückwunsch. Gegen Schnelligkeit, das noch etwas einzufangen, ist grundsätzlich nichts zu sagen, wenn sie der journalistischen Aufgabenstellung angemessen ist. Im Gegenteil, die Bürger haben das Recht, von Ereignissen, Entwicklungen und Zuständen schnell Kenntnis zu erlangen. Herrschaftswissen nützt nur der Herrschaft. Offene und schnelle Informationen stützen die Demokratie. In Zeiten absoluter Herrschaft war Schnelligkeit eine lebenswichtige Eigenschaft der Journalisten. Schnell schreiben, schnell drucken und schnell verteilen. Schneller sein als die Büttel des Fürsten. Schnell, bevor die Zeitung konfisziert, die Druckerpresse versiegelt und der Journalist verhaftet werden konnte. Heute haben sich die Verhältnisse beinahe in ihr Gegenteil verkehrt. Schnelle Berichte, kurz gehalten und schlank, fürchten weder Politiker noch Unternehmer, nicht Verbände und auch nicht einmal die Gewerkschaften in ihrer Substanz. Gefahr im Verzug kommt erst, wenn sich ein Journalist Zeit nimmt. Das scheint verdächtig. Und ich finde, dass wir uns den Luxus, in einen solchen Verdacht häufiger zu geraten, wirklich leisten sollten. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und vor allem für Ihre Geduld. Nikolaus Brender, meine Damen und Herren. Ich las neulich, ich glaube, es war in der Süddeutschen, einen Artikel, der mich mal wieder erschreckt hat, nämlich diese Tendenz zum Second Screen. Das heißt, es passiert etwas im Fernsehen und der Zuschauer ist aufgefordert, fortlaufend in seinen Social Media oder auch mit dem Sender zu kommunizieren. Es ging da um die Präsidentschaftswahl. Und die Zuschauer, die Twitterer, die User, die klicken, die kommentieren und inzwischen wird auch in den Stäben dann von Kandidaten dieses genau beobachtet, gescannt. Es geht ja sogar noch weiter, die ARD war jetzt ganz stolz darauf, dass auch bei einem Tatort mitgetwittert werden durfte. Ist das irgendwo eine gute Partizipation, die auch den Zuschauer so ein bisschen lebendiger macht, oder ist das der totale Murks, den wir eigentlich überhaupt nicht verfolgen sollten? Ja, also es ist sehr schwierig. Also ein Vorteil hat natürlich auch, dass man nicht mehr in einem Amt steckt, in dem man jeden Morgen um 8 Uhr ins Büro muss und abends um 12 oder 1 nach Hause kommt, sondern man hat auch ein bisschen Zeit, sich umzusehen. Und natürlich fühlt man sich in einer völlig anderen Position, wenn man so mit einem in einer Talkshow sich einzumischen. Das ist doch wunderbar. Und mitzuwirken, auch mal zu sagen, was der sagt, ist völliger Blödsinn. Und wenn die Redaktion es aufnimmt und Fragen daraus zieht, ist es auch okay. Also das, finde ich, ist der Vorteil auch dieses gesamten Digitalen, oder dieser neuen Form der Kommunikation. Der Bürger hat oder der mitmachen will, hat auch die Möglichkeit, sich zu Wort zu melden. Das kann er. Ob er dann abgeschnürt wird oder durchkommt, das ist eine ganz andere Frage. Aber theoretisch hat er sie und viele nutzen sie auch. Wenn das aber dann beobachtet wird von den Strategen, von den Spin-Doktoren, hat das unmittelbare Auswirkungen auf einen politischen Auftritt? Ja, hat es sicher, aber vorher sind natürlich auch Untersuchungen gemacht worden. Nicht? Also früher haben sie beim Canvassing in den das gibt es ja heute gar nicht mehr, aber vor 20, 30 Jahren, als die Politiker bzw. ihre Kommandos dann in die Häuser gegangen sind, die Leute abgefragt haben, ist es auch gemacht worden. Es ist heute einfach unmittelbarer, das stimmt. Aber das gehört natürlich auch zur Transparenz, ja. Wenn der Bürger sich äußert oder wenn die sich öffentlich äußern, dann ist es eine öffentliche Äußerung. Und dass die natürlich bemessen wird, das ist ganz klar. Nur, ich bin da ein alter Klassiker. Ich glaube, was auch immer Obama, Romney oder hier die Leute machen, was sie untersuchen, ich glaube, es wird nichts nützen. Die Wähler sind ja auch nicht doof. So wie wir oder unsere eigenen Wahlforschungsunternehmen ja oftmals überrascht sind, wie wahnsinnig sie daneben liegen, so fix sind die Wähler. Sie sagen nicht alles, was sie denken, sondern sie sagen es dann, sie wählen es dann, wenn sie in der Kabine sind, die Urne sehen, dann wählen sie. Also da habe ich keine Bedenken. Zumindest in aufgeklärten, modernen Staaten oder Demokratien
halte ich eine Menge, oder gebe ich eine Menge auf die Wähler und auf die Bürger, und die sind nicht blöd, wie manche Parteistrategen es glauben. Gibt es im Zeitalter eines Live-Tickers, Sie haben es ja auch wunderbar beschrieben, wie sich alle 2 Stunden dann auch so eine Online-Seite verändert, gibt es in diesem Zeitalter überhaupt noch einen Scoop? Also ja, wir haben so viele, so verquere Scoops, nicht? Also jeder versucht ja jeden Tag einen Scoop, Sie sehen ja dann auch. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt, das war für mich, also schlimm das ist jetzt mit Sandy, aber mit welchen Bildern das versucht die Leute ranzuhalten, nicht? Oder teilweise auch mit welchen Absurden, das Absurdeste, das letzte Mal war ja bei Wolf dieses blöde Ding mit dem Bobbycar. Ja. Nicht? Also solche Geschichten, und da muss ich wirklich sagen, da haben auch die Kollegen der Presse eine gegenseitige Pflicht, sich sozusagen, wenn ich so will, zu helfen und durch Kritik festzustellen, dass dies im Grunde nicht geht, dass man sowohl den Leser hinters Licht führt, als auch die politische Debatte in ein Gestrüpp hineinzieht, in der sie nicht verenden dürfte. Ich würde gerne jetzt natürlich zu unserem neuesten Ereignis kommen, nämlich zum Anruf des CSU-Sprechers beim ZDF, Strepp, um die Nachrichten zu beeinflussen. Und Sie sagten der Zeit, dass konservative Politiker besonders dreist vorgehen. Ja, das stimmt. Sind die anderen alle so edle Menschen? Oder? Nein, die sind auch nicht edel. Also nur will ich nicht behaupten. Die Parteien geben sich nicht so wahnsinnig viel. Mhm. Aber ich habe so das Gefühl, dass bei einigen, ich nehme jetzt keine Wahlen, keine Namen, das darf man ja nicht, als Journalist darf ja keine Produktwerbung machen. Ja. Also dass eine schlicht ein bisschen, sagen wir, der Respekt vor der Presse ist größer. Übrigens auch nicht bei allen in diesen Parteien. Und vielleicht auch die Geschicklichkeit. Die Furcht, das könnte doch rauskommen. Und was ich bei manchen, eben auch zum Beispiel SPD, aber auch grünen Politikern, auch bei manchen in der FDP gesehen haben, die sich dann selbst gefragt haben, wie kommt denn das an, wenn das in den Redaktionen bekannt wird? Das kommt jetzt nicht gut. Das wollen wir letztlich nicht. Die Schwarzen, ein guter Konservativer macht das nicht. Ein Schwarzer, ja. das ist ein altes Gefühl. Uns gehört der Staat. Deswegen sind die Bayern so stark gewesen. Mhm. Uns gehört der Staat. Und wenn sich nun einer anschickt, möglicherweise eine Konkurrenz zu ihnen, dann wird alles versucht, um das zu verbinden. Ich erinnere noch gut die Auseinandersetzungen, die ich mit Schröder hatte. Ich hatte übrigens auch Auseinandersetzungen mit dem damaligen Regierungssprecher Haye oder auch Schröders Regierungssprecher, die auch Dinge gemacht haben, die mir nicht gepasst haben. Aber die Generalsekretäre der CSU sind von einer krachledernen Deutlichkeit, das kann man sich kaum vorstellen. Der kam an, ich weiß nicht, werde nie vergessen, das erste Gespräch war, ja, Herr Brender, das ist ja ganz klar, die leitenden Redakteure, die müssen nach dem Ergebnis der Bundes- oder Landtagswahlen verteilt werden. Dann habe ich gesagt, hören Sie mal, Sie sind doch Jurist oder haben zumindest erste Staatsexamen, da müssen Sie doch das Grundgesetz, guck mal, da steht doch was. Das war dir nicht beizubringen. Bis heute nicht. Und ich sage, dieser Anruf, ich habe jetzt in Christ und Welt, schreibe ich ja so eine Kolumne, und jetzt kommt gerade, es traf mich wieder, Gott sei Dank, habe ich einen offenen Brief an die Kanzlerin geschrieben, in dem ich das alles beschrieben habe. In gut geführten Unternehmern, Herr Huber, das wissen Sie auch, ist bei einem Interessenskonflikt der beteiligte Aufsichtsrat gehalten, den Konflikt erstmal anzumelden. Das muss die CSU natürlich nicht machen, weil es ja offensichtlich ist, dass sie in einem Interessenskonflikt stecken. Im Rundfunkrat, des Bayerischen Rundfunks oder im Fernsehrat des ZDF. Oder, und die Konsequenz wäre, entweder nicht mitzustimmen oder nicht mitzudebattieren. Deswegen habe ich den Vorschlag gemacht, weil es gibt keine Zeit, in der die Unabhängigkeit von Politikern in Fernseh- und Rundfunkanstalten so in Frage steht wie die Wahlzeit. Vor allem, wenn der bayerische Ministerpräsident ja gesagt hat, die nächsten Wahlen sind die Mutter der Schlachten. Also wenn man in die Mutter der Schlachten zieht, dann kann man doch nicht annehmen, dass man gleichzeitig im Fernsehrat völlig losgelöst und nicht bar aller Dinge dann dort sitzt. Das gibt es nicht. Deswegen habe ich den Vorschlag gemacht, zu Wahlzeiten sollen die mal raus. Ich bin ziemlich sicher,
die öffentlich-rechtlichen Anstalten werden es überleben. Ich glaube, viele hier im Saal möchten es wissen. Darum zum Schluss eine Frage in Ihrer eigenen Sache. Die Grünen hatten ja damals die Verfassungsklage sozusagen auf den Weg gebracht. Wie ist da der Stand der Dinge? Kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe keinen Draht zum Verfassungsgericht. Ich habe auch mit keinem Verfassungsgericht gekocht. Das konnte ich nicht, diese Möglichkeit habe ich nicht. Habe ich nicht, ich weiß es nicht. Okay. Ich kann nur sagen, was aber interessant war, das war, im Spiegel stand das, nur ist die Klage eingereicht worden. Ich persönlich, jetzt mal ohne Spaß, ich persönlich hoffe, dass das Verfassungsgericht bald zu einer Entscheidung kommt. Wie Sie sehen, ändert sich das nicht. Das sind Konjunkturen. Denn es war sehr, die Auseinandersetzung mit meinem damaligen Chef, mit Schächter, parteipolitisch, dann war es mit mir, vorher war es mit anderen, dann war beim NDR, jetzt kommt die Geschichte. In konjunkturellen Wellen kommt das alles hoch und das muss bereinigt werden. Und es darf übrigens auch nicht daran hängen, welche Leute in den öffentlich-rechtlichen Anstalten an verantwortlicher Stelle sitzen. Sitzt dort einer mit Rückgrat, dann geht es vielleicht gut. Sitzt da einer, der es nicht hat, dann geht es schlecht. Das kann man den Mitarbeitern und dem Zuschauern und Zuhörern nicht zumuten. Das Verfassungsgericht muss eine klare Entscheidung treffen. Und ich hoffe das sehr. Nun hat der neue Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, das war dann zu lesen, hatte die gloriose Idee, die in ihrem Fundus nicht ganz unrichtig war, zu sagen, wir Politiker, lass uns doch mal miteinander reden, dass wir nicht alle politischen Fragen dem Verfassungsgericht vorlegen, sondern wir müssen selbst reden. Das stimmt. Aber dass er jetzt gerade mit dem ZDF-Fall anfängt, und sagt, ziehen wir das mal zurück, wir kriegen das, das halte ich nicht für richtig. Ist dann auch die anderen, Herr Scholz und Herr Beck, die haben gesagt, das machen wir nicht. Also ich weiß nicht, wie es steht, ich hoffe nur. Gott. Mich trifft es nicht mehr, es trifft die, oder ist, hoffentlich sind die meine Kollegen, meine Nachfolger und die Kollegen von ZDF und ARD damit begünstigt und da... Die Nutznießer. Ja, gut. Ja, vielen Dank. Ja.